irgendwie da lang, hier lang. Okay, dann folge ich dir erstmal. Das ist, ja, das sieht gut aus, hier lang. Müssen wir nur aufpassen, dass wir keine, da sind noch Viecher. So, jetzt geht's bei mir auch. Das ist Quadrat im Quadrat. So komisch. Oh. Vielleicht finden wir da noch mal Munition. Oh nein, da sind ganz viele. Da ist auch ein großer. Ach du Scheiße. Oh. Alter, der hat mich platt gemacht, ey. Der Dicke? Ja, aber ich lebe noch. Ich bin jetzt weggelaufen. Ich laufe jetzt erstmal weg, weil ich muss mal gucken, ob ich überhaupt noch Medipack habe. Jo, Medipack habe ich. Muss nur mal reinziehen hier. Alter. Nee, ich bin wieder. Der hat mich wieder platt gemacht. Kannst du mal. Ach ja, du bist ja selber am Kampf, dann kannst du natürlich kein Radio entstellen, ne? Ich hab gar keins mehr. Oh, der Dicke kommt jetzt. Ja, der hat mich auch platt gemacht. So, ich spawne nochmal im Bunker. Der Dicke ist echt übel, also das ist wirklich eine Granate. Der hat mich zweimal angesprungen und ich bin auch zweimal weggelaufen. Und das ist, ich wollte mich dann verbinden, das ist so ähnlich wie bei Hunt Showdown. Und dann, ja, kam einmal die Klinge und dann war vorbei, da war nichts mehr mit. Du kannst dich verbinden. Ja, der ist echt übel. So, mal gucken, ich habe jetzt hier noch andere schöne Waffen. So. Oh. Warte. Hab ich ihn jetzt erwischt? Oh, ich habe ihn erwischt. Ich habe hier so eine fliegende Drohne gerade mal platt gemacht. Nee, doch noch nicht ganz. Jo, jetzt ist platt. Okay, super. Alles nehmen, naja. War ja nichts da. So, jetzt bin ich gleich in deiner Nähe. Ja, Munition ist ja natürlich überall alle. Hier kann ich mir wieder ein Fahrrad basteln, na hurra. Hier ist abgesperrt. Ist auch abgesperrt. Ist hier noch irgendwas? Oh, hier ist ein Container. Gucken wir da mal rein. Okay. Alles klar. So, dann muss ich meine Waffen mal nachladen. Was sagt denn bei der Munition, dass die kommt hier drauf? Ja, das ist das Gute, dass er bei der richtigen Musik dann, bei der richtigen Munition dann auch die Waffe anzuckt. Dass man dann genau weiß. Ja, aber ich habe hier auch nichts. Also. Scheiße. Hier ist noch ein LKW, den kann ich hier aufmachen. Der ist aber leer. Ah, jetzt bist du da hinten gespawnt, wo ich letztes Mal war. Nee. Doch nicht. Ich bin schon rausgerannt. So, ich gucke mal. Ich muss irgendwie in deine Richtung kommen.
Jo. Alles klar. Du bist 166 Meter. Alter, wie hast du den dicken Fett fertig gemacht? Ey, das ist ja echt übel. Ja, der ist wirklich scheiße. Oh, Blaulicht. Jetzt habe ich doch noch ein Funkgerät, aber ich glaube, ich warte jetzt bisher schon da. Hm. Ja, hier gab's. Also ich weiß nicht, warst du vorher in dieser Karre drin hier, die so schräg ist, da gab es noch ein paar Sachen. Ja, hier ist Auto. Ich habe eben noch einen Roboter gelootet. Der hat. Ah, hier ist auch noch eine Box im Auto. Ja, hier ist Munition, sehr gut. Hier ist schon alles leer. Hm. Hier ist auch noch ein Rucksack. Der ist auch gut. Rucksack und Kiste. Nö, das ist auch leer. Hier ist noch ein Kofferraum, der war noch verschlossen. Warte mal. Nö, der ist auch leer. Ja, stimmt. Nee, Also in diesem schrägen LKW drin ist was. Ja, da habe ich. Da warst du schon wahrscheinlich letztes Mal drin. Ne? Mhm, genau. Ja, dann ist da nichts mehr. Nee. Ich hatte da noch ein Stimpack und so gefunden. Ich war letztes Mal da nicht drin. Ach, hier ist wieder unsere geile Tür, ne? Die ins Nirgendwo führt. Ich hoffe, die sind da hinten nicht gespawnt. Mhm, das wäre echt übel. So. Dann laufen wir da mal hin, ne? Und gucken, was das, was die Verbindung stört. Den Funkverkehr. Genau. Kann ja nur so ein Störsender sein, irgendwie so ein Satellit oder so. So. Wahrscheinlich. So, gucken, wie ich da. Alter, das war ziemlich weit weg. Hier ist nur ein Zaun. Ja, hier ist ja überall Zaun. Wie kommen wir denn um den Zaun rum? Hm? Hier ist ein Zaun, wo ich lang will. Da komme ich gar nicht drum herum. Ja, vielleicht hier hinten? Ja, hier, doch hier oben. Sehr gut. Ah, jetzt haben wir es. Wird auch gar nicht angezeigt, wie viele Meter das sind. Das stimmt. Aber hier unten ist es, glaube ich. Mhm. Nein, und was ist hier wieder? Mhm. Ach genau, das war ja auch. Schießt du gerade? Hm. Oh, da ist auch wieder der Dicke. Hm. Hätten wir da auch letztes Mal alles befreit irgendwie, ne? Aber der Dicke hat mich fertig gemacht. Oh. Mal gucken, was ich jetzt hier noch. Ich gehe mal nochmal auf Munition. Ich habe keine. Doch. So, den Dicken habe ich fertig gemacht. Hui. Das ist gut. So, ich habe eine Pumpgun.
So, ich muss mir... Jetzt hat mich der Kleine fertig gemacht. Oh. Das ist schon nicht ganz easy. Mist, ich habe auch keine Verbandskästen mehr. Ah, scheiße. Oh Mann, ey. Scheiße. Jetzt kann ich wieder spawnen, ey. Und von dahin. Oh, ist ja widerlich. Warte, ich stell mal hier drinnen so ein Funkgerät ab. Oh, oh. Das wäre ja super. Warte, ich versuche mal die Tür zu schließen. Es geht nicht. Oh nein, warte. So, hier kann ich das Ding jetzt abstellen. Oh, das ist ja wie Weihnachten. Habe ich abgestellt, kannst dich dann dahin spawnen. Okay, dann gehe ich mal in den Bunker. Spawne im Bunker und dann gehe ich jetzt auf die Karte. Genau, und gehe jetzt hier auf Schnellreise. Oh nein, oh, ist das blöd. So. Durchs Fenster hat er mich abgeknallt. Alter, heftig. Bist du tot, ja, ne? Mhm. Warte mal, ich gucke mal. Ah, Adrenalinspritze benötigt. Scheiße. Ja, ich spawne auch da hinten und dann porte ich mich zurück. Warte mal, dann stelle ich mein Radio auf. Brauchst du nicht, ich kann das ja benutzen. Ach so, ja, stimmt, ist ja. Das ist ja alles gut. So. Das ist ja gut, weil behalt deins lieber, dann kann man es lieber woanders benutzen. Okay, bin wieder da. Sind da draußen Gegner? Ja, ich habe gerade eins platt gemacht, was da so ein bisschen... Ah, ich habe zwei Adrenalinspritzen gekriegt. Wow. Oh wow. Krass. Dann kann ich mir nämlich selber eine geben. Und ich kann dir, kann dich dann theoretisch aufheben. Also ich bin nicht tot. Nee, ich meine, wenn du mal umfällst oder so. Ja, das stimmt. Scheiße, Munition alle. So, ich muss jetzt hier irgendwo mal ins Haus rein. Man denkt immer, man kann hier so gut looten, aber du hast hier so viel... So viel von nichts, ne? Genau, richtig. So... Jetzt habe ich auch wieder nachgeladen, super. Sehr, sehr schön. Ja, diese ganz kleinen, die immer rumspringen, die sind auch nervig, ne? Ja, und die LKWs sind leer. Ey, die sind so ein bisschen wie die Hunde irgendwie. Ja, wie die Hunde bei Hand. Ja. Alter, fette Panzer hier. Hier ist... Gucken, ist hier noch irgendwas drin? Doch, hier ist noch Munition, super. Schön. Munition. Wir müssen hier alles absuchen. Manchmal haben auch die Soldaten, die auf dem Boden liegen, Zeug. Ich auch schon gesehen, aber ich bin jetzt hier gerade an der Garage und dachte, die
Kann ich öffnen, aber komme ich gar nicht rein. Das ist ja komisch. Oh, ich habe auch noch ein Steampack gefunden. Oh. Hier gibt es einiges an Munition in dieser Butze hier. Ja. Ah, ich habe hier auch noch mal zwei Lootboxen. Was haben wir hier? Wieder Munition. Sehr. Ach, da bist du. Hm. So, dann müssen wir mal zu unserem Ziel. Oh ja, wir können ja hier auch nochmal rein. Oh ja, hier ist es. Hm. Kann ich das kaputt schießen hier, oder? Genau. Oh, Alter. Natürlich gleich wieder was freigesetzt hier. Alles klar, warte mal, ich muss mal gleich ein Medipack nehmen. Oh, jetzt das Medipack wieder, die ich eingesammelt habe, nicht unten in der Schnellauswahl. So nervig. Ja. Ich habe nicht mal mehr Medipacks, das ist ja. Ich habe zwei Stücke, habe ich jetzt noch. Brauchst du eins? Eins habe ich doch noch. Nee, aber ich brauche tatsächlich eins. Ich werde mich mal verbinden. Mhm. Okay. Aber hier gibt es ja auch Zeug in den Autos. Jo, ich würde jetzt nochmal mir auch nochmal was geben. So müsste ich bald Energie wieder bei 100 haben. So, Pumpgun habe ich nur noch 3 Schuss. Was ist mit dem Gewehr? Da habe ich gar nichts. Pistole habe ich nur 8 Schuss. Oh, super, der Soldat, genau, der hatte noch was. Ja, und hier drinnen war ja auch, ich weiß nicht, ob du hier drinnen warst. Aber hier müssen wir eh rein. Hm, guck ich gleich mal. Ah, hier ist auch noch. Was ist hier noch? Hier ist noch ein Rucksack. Jo. Ich habe wieder 2 Adrenalinspritzen. Ja, das ist sehr gut. Mhm. OZ lesen. Okay, dann kann ich jetzt bestimmt. Okay, super. Jetzt habe ich bei dem Maschinengewehr habe ich auch wieder 81 Schuss. Prima. So, jetzt müssen wir, achso, Z lesen, erreiche den Funkmast westlich von Gantrop auf Nora. Standholp, okay. Ich versuche hier noch ein bisschen zu looten, hier ist auch noch was. Hm. Aber ich finde, in dem Spiel ist es sogar noch wichtiger als in anderen Games. Also, wenn du hier irgendwie nichts hast, ey, dann ist für den Arsch. Ja, das stimmt. Rucksack, Medipack, sehr gut. Ja, hier gibt es auch was. Oh, richtig gut. Jo, noch ein Medipack. Das ist gut. Medipackhausen. Oh ja, hier gibt es auch was. Mhm. Rucksack, oh, noch ein Medipack, das ist gut. Hier ist noch eine Box. Jo, Schrotflintenmunition. Rucksack. Jo.
Gut, ich weiß gar nicht, waren wir hier schon drin? Oh, das weiß ich gar nicht. Bestimmt wieder in der Hektik dran vorbeigelaufen. Ah, hier ist sogar hinten in der Ecke ist eine Lootbox auf den. Ja, auch. Ja, ah, super. Ja, super. Ach, toll, eine Sonnenbrille habe ich gekriegt. Okay. Ja, ich habe nochmal ein Medipack bekommen. Hast du die andere gefunden, die andere Lootbox? Ja, ne? Ich habe hier eine gefunden, wo so eine Autotür steht und ganz hinten, genau. Neben der Autotür, hinten rechts im Regal, ist auch noch eine. Sehr gut, die habe ich übersehen, ja. Da ist nichts drin für mich. Okay. Dann gucken wir hier nochmal. Ach, da kann man gar nicht durch. Ne, ich habe auch gedacht, dass ich unter durchkrabbeln kann, aber hat nicht funktioniert. Oh, hier gibt's Zeug. Oh, sehr gut. Ach, da ist man. Nee, doch nicht. Hier ist ein Radio. Oh, super. Zwei. Ne, ich kann nur das eine nehmen. Okay. Fackeln. Und Munition. Jo, alles klar. Ach, hier hinten in der Ecke ist ja auch noch eine. Auch Munition. Das ist ja super. Ihr Inventar ist voll, sagt er gerade. Okay, aber dann gucke ich mal. Also bei Munition würde ich nie sagen, ist voll. Nee. Ich gucke aber mal, ob ich irgendwo noch was nachladen kann. Schade, dass man die Munition irgendwie nicht übereinander legen kann. Das geht wahrscheinlich nicht, weil die alle verschieden sind auch. Ich muss einen Scheiß wegschmeißen. Ja, was habe ich denn hier? Ja, ich leg mal eine kleine Brennstoffzelle am Boden. Ja. Gegenstand ablegen. Jo. Na, ja, weil Munition ist viel wichtiger. So, Box. Ach da. Ne, das war ja mein eigenes. Okay, jo. Alles klar. Dann war hier erstmal nix mehr, ne? Ne, aber hier geht's weiter draußen in den Autos, gibt's wieder Zeug. Hm. Das war nur Schrott, aber... Ach doch, ein Medikit ist ja schon mal gut. Jo, noch ein Medikit, sehr gut. Ja, das ist echt gut. So. Und welche euren Handschuhe noch? Hm. Was haben wir hier? Noch ein Medipack. Umlooten ist ja richtig zeitintensiv. Hm. So, noch ein Medipack. Noch Schrotmunition, sehr geil. Okay, so, dann nehme ich mal 7 Medipacks, habe ich. Packe ich die mal in die Schnelllade. Genau, so. Prima, prima. In dem neuen Haus war man bestimmt auch nicht, oder? Ich glaube nicht. Nee. Können wir vielleicht mal reingucken. Mhm. Ah, hier gibt's ein Medikit, warte. Jo, hier ist auch eins. Ich habe jetzt auch mittlerweile schon 8 Stück. Hier ist noch ein Radio. Ah, Inventar voll. Schön. Hier ist noch eine Munitionskiste. Ja. Hier offen in der Küche ist auch noch ein Medipack. Ja. Hier ist so ein Kopftuch, was ich nehmen kann. Da geht es nach draußen, so, und dann komme ich mal nach oben.
Diese ganzen Kisten hast du schon, ne? Auch in der Küche die zwei und in dem Wohnzimmer hier die Munitionskisten. Muss ich gleich mal gucken. Also ich habe jetzt hier noch ein Medipack gefunden. Warte mal. Gucke ich hier nochmal rein. Ah, Medipacks sind, habe ich jetzt richtig viele, ja, das ist gut. Ja, dann hat es wieder alle. Ja, bestimmt 10, 12 Stück oder so. So. Hier sind auch nochmal welche. Alter, das ist aber auch fett. Aber das ist, wenn du das nicht machst, kannst du es vergessen, kannst du nicht spielen. Das hier kann ich gar nicht aufnehmen, jetzt. Ah. So, ich gucke nochmal unten, hattest du gesagt, da war im Wohnzimmer auch noch Boxen, ne? Ja, im Fenster. In der Fensterbank. Oh, ich habe sogar auf dem Tisch noch was übersehen gehabt. Jo, Munition, sehr gut. Und hier hast du noch zwei Boxen, hier eine. Warte mal, ich komme mal mit. Da. Ah, stimmt, ja. Und hier genauso. Ne? Da ist noch ein. Ach, die rote, ne? Genau, die hatte ich schon genommen. Dann ist die grau. Okay. Oh, faszinierend. Jo. Sonst, warte mal, hier könnte. Ah, hier oben ist auch noch. Ne, hier kann ich es an. Hier wird mir ein Medikit angezeigt, aber ich kann es nicht einsammeln. Das ist ja auch geil. Warte mal, ich nehme mal. Pack die jetzt hier nochmal rein. Versuch's dann nochmal. Ne. Komisch. Aber ich kann mich mal verbinden, weil ich habe meine Energie ist nur bei 75. Stimmt, meine auch nur bei 65. So, jetzt habe ich wieder 100. Prima, jetzt gucken wir mal. Die Pumpgun. Komisch, da war ich auch der Meinung, ich hätte Munition eingesammelt bei der Pumpgun. Also jetzt muss ich nochmal genau gucken. Jo. So, da haben wir hier die 81, ist die, genau, dann haben wir hier die TTTT. Er zeigt zwar an, dass die, warte mal, er zeigt zwar an, dass die Munition für die Pumpgun ist. Ah, jetzt, alles klar, jetzt hat's geklappt. Nee, drei Schuss hat er jetzt nur gezogen. Hm. Komisch. Naja, egal. So, ich komme mal zu dir. Genau, und dann erreiche den Funkmast westlich von Gantrop. Das müsste... So, warte mal, dann gehe ich mal auf den Lok. Ich habe bei mir der Jäger... Okay. Also ich habe, warte mal, Hauptmission. Erreiche den Funkmast westlich von Gantrop. Durchsuche den Marine. Genau, also das fehlt mir noch. Aber hier ist ja auch so ein Bunker. Und da zeigt ja auch ein Symbol rein irgendwie. Jetzt finde die Ruinen der Burg von Iboholm. Ja, vielleicht können wir uns auf eins einigen. Welches wollen wir denn? Ja, was hattest du? Das war eine Nebenmission, der Jäger. Ach so. Also Hauptmission wäre bei mir Over and Out. Und da ist, erreiche den Funkmast westlich von Gantorp auf Nora Sandholm. Ja, da kannst du mal M drücken, dann siehst du, wo es ist. Hm. Okay. Ist die... Ja, der, wir... Warte mal. Ja, wir sind sogar fast da. Warte mal, das ist eine Mission, eine andere Burg.
Was ist das? Marinestützpunkt Saltholm. Den sollen wir ja finden. Warte mal. Ja. Ne, erreiche. Erreiche den Funkmast westlich von Gantrop und Nora Saltholm. Genau. So. Hast du M gedrückt? Ja, ich drück nochmal M. Dann siehst du ja, wir sind ja unten hier bei diesem Mast und diesem. Mhm. Genau, und dann einfach links oben. Geh mal nach links oben mit den Augen. Mhm. Da ist diese andere Halbinsel oder was ist es? Nora Sand. Und da ist auch so ein Viereck. Ah, alles klar. Da müssten wir dann, glaube ich, hin. Aber ich würde mal gerne hier reingucken. Jo, können wir machen. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber. Ja, lass mal gucken. Falls das überhaupt hier geht. Wahrscheinlich sterbe ich wieder hier. Oh ja, wir sind. Oh, da kann man aber auch schön looten. Ja, hier gibt es auch in den LKWs wieder was. Mhm. Oh. Ich werde hier jetzt zum Loot-Ziller. Oha. Voll rausgeschoben. Ja, so muss das sein. Genau. Wenn es ums Looten geht, ne? Ja. Ellbogengesellschaft. So, Vollmantel-Munition. Ich muss irgendwas wegschmeißen. Ja. Nehmen wir mal Gegenstand ablegen. Genau, das legen wir mal ab. Ja, schon ein paar Sachen. Jo, also hier ist echt, also lootig. So, und dann nehmen wir nochmal. Okay. So, jetzt habe ich. Warte mal, das ist die Pumpgun. Genau. Was haben wir denn hier? Okay, was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Gar nicht wirklich weiter. Das ist alles. Okay. Ich habe hier noch. Oh, was? Irgendwer hat da geschossen gerade wieder? Ja, ja, es war so ein kleines Vieh. Ja. Ach doch, hier geht's doch weiter. Das ist ja verrückt. Ja, das ist so richtig verbaut, das Ganze. Ja. Hinten ist auch ein Tor. Geht sogar in den Keller rein und so. Oh Gottes Willen. Hier ist auch sogar eine Seitentür noch. Ja. Hier gibt es wieder Munition. Oh, gut. Kann man hier irgendwas einschalten? Nee. In dem Bunker waren wir noch nicht, oder? Nee. Also nicht, dass ich wüsste. Nee. Hier runter kann man nicht. Na, unten geht nicht? Nee, da ist abgeschlossen. Okay. Hier oben, warte mal, vielleicht kann ich aufschließen. Ich will mal was gucken, weil hier oben war ein Dietrich. Haarnadel-Dietrich. Warte mal, da muss ich aber erstmal Platz in meinem Inventar schaffen. Ich versuche den, warte mal, Gegenstand ablegen. Und dann gehen wir mal auf E. Na. So, Haarnadel. Okay, jetzt habe ich den Haarnadel-Dietrich eingesammelt. Vielleicht kann ich da unten mal aufschließen. Gucken, ob das klappt. Ah ne, ist ja digital, ne? Ja. Hm.
Alter, wie das da halt, ey. Ach, dann geh mal hier lang, hier geht's ja auch lang. Hm. Alter. Das ist ja eine Mega-Halle hier. Oh Gott, hier ist auch so ein großer. Oh. Such ihn mal gleich. Oh, pass ab. Ah, der klemmt da fest. Oh. Okay. Den hat's zerlegt. Alter, den Soldat kann man hier looten. Den kann man hier looten. Alter, ist das ein fettes Teil, ey. Das stimmt. So. Mal ein bisschen Platz machen hier. Jo, prima. Ja, dieses Sortieren mit dem Inventar ist halt so ein bisschen so eine Sache für sich, aber ich sehe gerade, ich kann ja auch ein paar Dinge zusammenlegen hier. Genau, so. Ja, das finde ich auch blöd. Man muss es manuell selber zusammen basteln. Es wäre echt schöner, wenn es anders gehen würde. Okay. Der Soldat hat Munition. Muss ja auch irgendeine Aufgabe hier sein im Bunker wahrscheinlich, ne? Ich bin mir nicht sicher. Oh. Das hier ist auch abgesperrt. Du bist irgendwie nach unten gekommen, ne? Genau. Ich mach mal hier den Strom an. Ah, okay. Vielleicht sind dann die Türen auch auf nach unten und so. Das kann sein, ja. Mal gucken, weil ja hier hinten rechts war ja irgendwo eine Tür. Da ja, hieß es auch, die ist abgesperrt. Genau, auch die so nach unten geht. Ja, die hier geht jetzt auf. Aber es führt bestimmt nach draußen. Hm? Okay. Aber es ging ja auch diese eine Tür nach unten. Oh nein. Stimmt, die ganz nach unten. Das hier, hier eine Art Schlafzimmer. Und auch wieder Lootboxen. Mann, wie blöd das ist, dass man nicht direkt. Alter, hier liegt aber auch überall was rum. Aber auch viele Dinge, die man nicht ganz so brauchen kann. Also ganz viel Klamotten und so, ne? Ja. Zeug. Ja. Respond, over.
So, hier ist nichts weiter. Nö. Das ist ja voll übel. Allein mit der Munition ist man schon voll das Inventar zu betreistern. Absolut. Ich hab, warte mal, ich versuche hier nochmal. Ne, keine Chance. Ah, ich habe hier auch, warte mal, ich nehme mal Gegenstand ablegen. Ich habe aber auch Sachen wie Fernglas und das hatte ich doppelt. So, ich will mal gucken. Z, was haben wir da? Dr. Skills Bericht über den Unfall. Der Umschlag enthält einen unvollendeten Bericht. Okay. Ja, ich habe mal was aufgesammelt hier. Okay, sehr gut. Das ist ja mal verrückt hier. Oh. So, jetzt, genau, irgendwas wollte ich doch noch machen. Ach so, genau, was ist denn das hier? Erweiterten Möller-Magazin. Okay, prima. So, was ist das? Hier habe ich eine Ergänzung für eine Maschine, für ein Gewehr, was oder irgendwie sowas, die ich gar nicht verwenden kann. Okay. Ich habe auch mal einen Schalldämpfer, den ich nicht benutzen kann. So, ich komme mal zu dir. Da wird geschossen. Die brauchen ein bisschen, ne? Ah, da ist das mit dem, mit ganz geil, sag ich mal, wenn man die Schrotflinte hat. Oh, hier ist schon wieder Munition ohne Ende. Ist ja kein Wunder, dass man das alles nicht tragen kann. Ja, das stimmt. Kleines Vieh, was mich angesprungen hat. Oh, hier ist noch eine Waffe. Oh. Aber ich glaube, den haben wir ja, ne? Automatgewehr? Ja, doch, den haben wir. Genau. So. Und der ist jetzt auch nicht besser. Ach du Scheiße, ich bin hier in so einem Raum. Da ist Gas. Warte mal. Vielleicht ist da was Besonderes. Gucke mal, ob ich meine Gasmaske aufsetzen kann. Hast du schon an? Ja, aber der zieht mir trotzdem Energie ab, wenn ich da reingehe in den Raum. Oh. Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. So, warte mal. Brille, Gesichtsschutz. Stimmt, ich habe Gasmaske, habe ich auf. Gasmaske schwarz. Gaswiderstand. Vielleicht muss man da eine spezielle finden oder so. Das kann sein. Ja, ich werd verletzt, wenn ich das Gas abbekomme. Ah, ich habe auch eine Maske. Warte mal, ich guck mal. Ich guck mal auch, ob ich da. Vielleicht kannst du. Ja, ich werde auch verletzt und zwar vor das Met. Oh, scheiße. Mal gucken, ob wir hier was finden. Man sieht ja richtig scheiße durch die Gasmaske. Ja, das schön ist das nicht. Könnte ich theoretisch auch mal absetzen oder so. Ja, wenn man die im Original auf hat, kenne ich von der Bundeswehr noch. Und dann im Sommer, da schwitzt du unter wie so ein Schwein. Alter, das musst du dich irgendwann vor dem Ertrinken retten. Kann man das irgendwie ausstellen? Fertigkeitspunkt gewonnen. So, mal Fertigkeiten aufleveln.
da ein Vieh drin, oder? Ja, da war so ein kleines. Ah, okay. So. Aber man kann drinnen schon rumlaufen. Hm. Nur ist es nicht besonders schön. Okay. So, ich habe 3 Fertigkeitspunkte. Jetzt müsste ich mal gucken. Wie kann ich die denn setzen? Kann man das irgendwie abstellen? So. Mit Tee mache ich das. Das okay. Hat sich ja hier voll nicht gelohnt. Punkte habe ich vergeben. Das. Der Kommandobunker Netzwerk, suche den Feldzugplan im Bunker Minken. Such den Feldzugplan im Bunker Sorken. Suche den Feldzugplan im Bunker Merden. Steht jetzt hier über. Warte mal, ich kann ja auch nochmal reingehen und mal gucken, ob ich hier. Aber du hattest ja auch geguckt, ob man da was abstellen kann, ne? Ja, genau, aber es gibt einiges zu looten, aber es ist nichts Besonderes. Mhm. Keine Chance. Ja, muss ich nochmal. Hä, warum hat er den jetzt schon wieder. Ist ja auch ein Ding, ne? Da hat er. Jetzt habe ich Verbandszeug genommen. Und das hat er mir dann unten aus dem Inventar rausgenommen. Also aus der Schnell. Aus dem Schnellwerkzeug. Ist ja auch cool. Okay. So, dann werden wir mal verbinden. Schade, warum kann man das da drin nicht abstellen? Na. Wir könnten ja noch mal nach oben und dann gucken, wo es da unten lang ging, ne? Stimmt. Das ist ja auch noch mal eine Maßnahme. Warte mal, ich setze mal die Maske ab, das ist ja. Ich nehme meine auch mal weg. Das ist ja echt nervig. Ja. Alter, die sieht aber auch fertig aus, die alte Schminke voll verlaufen. Ich habe hier mal wieder einen platt gemacht. Sehr schön. Geht's denn hier lang? Ach, hier geht's nach draußen. Okay. Gehe ich mal wieder rein. Ich habe gerade noch mal einen Ausweg gefunden. Ah, okay. Gut, dann brauche ich da ja nicht hin, ne? Nö. Hast du hier so ein Funkding hingestellt? Nee. Hattest du nicht eins abgestellt? Ich hatte keine mehr. Okay. Hier ist er. Ja. Jo. Du hast deine noch, ne? Ja, ich hab meine noch. Kann natürlich sein, dass ich in meinem Wahn irgendwie doch was abgestellt habe. Ich will es nicht bestreiten, aber. Ja, ist ja auch egal. So. Aber dann können wir jetzt einfach zurück. Mhm. Ich weiß nicht, wohin, aber egal. Ist mal ganz gut, wenn da noch Gegner irgendwie rumstehen.
Ohne Tür. Stimmt. Das geht bestimmt raus, oder? Nee. Oder ist denn für so einen kleinen Viecher? Ich habe auch gedacht, da springt irgendwas rum. So, Munition. Ach doch. Jo. Platt. Okay, hier gibt's nichts sozusagen. Was hast denn du eigentlich geskillt? Ach, ich habe hier eine ganz neue Maske. Warte mal, ich setze die mal auf. Und zwar... Achso, geskillt habe ich... warte mal, kann ich die zeige dir... ich habe Gesundheitsmenge, Sichtbarkeit und Bewegungsgeräusche. Und Heiler habe ich. Okay. So, Kopf. Ich habe jetzt... warte mal, was habe ich denn hier? Ah ne, ich muss ja gar nicht auf Kopf, ich muss ja auf Gesichtsschutz. Ne, der zeigt mir nur meine alte Maske an. Ist ja komisch, also manchmal ist das echt merkwürdig. Ich habe nämlich so eine komische Gummimaske aufgehoben irgendwie. Mhm. Hm. Ich gehe mal auf Kopf. Ah, wenn man auf die Gasmaske, ich habe Gasmaske schwarz plus und da steht dann Gaswiderstand und da ist so ein Balken, die hat keinen allzu großen Gaswiderstand. Ah, okay. Das ist schon mal gut. Ich denke mal, dann haben wir die gleiche, ne? Hm. So, ich guck mal, wo das war, wo man runter konnte. War das nicht, Das war nicht am Anfang. Stimmt, ja. Ne, hast recht, das müsste so in deine Richtung dann sein. Das ist immer krass, ne, wenn man, sag ich mal, nach unten kann, es aber am Anfang nicht geht und jetzt vielleicht doch. Das ist vielleicht, wer weiß, was man da liegen lässt. Aber jetzt sind wir zurückgelaufen, oder? Mhm. Ja. Hier oben meintest du, ging's raus, oder? Hm, genau, wenn du jetzt hier lang gehst, dann geht noch eine Treppe hoch. Ja. Und dann raus. Genau, und hier geht noch eine Treppe hoch. Und dann ist hier, kannst du ja quasi hier durch. Ja, hier so lang und dann bist du draußen. Hm. Ist das der, nicht der Ort, wo wir den Bunker am Anfang gesucht haben? Irgendwie. Ja. Krass. Na gut. Okay, gelootet haben wir genug. Welches Ziel wollen wir bearbeiten? Ich weiß nicht, welches hast du gerade? Warte mal, ich gehe mal auf Lock. Over and out. Ja, ich habe hier immer noch... erreiche den Funkmast westlich von Grantorp und Nora Saltholm. Jo, könnten wir theoretisch auch machen. Es gibt ja mehr, was ist denn? Hm. Der erste Kontakt haben wir auch noch. Wo ist das? Ich guck mal, wo das ist. Hm. Kontakt, das ist ja irgendwie auch, also der zeigt mir nur Over and Out. Hm. Das Kommando-Bunker-Netzwerk. Oh Gott, wie viele Bunker wir suchen müssen. Ja. Weiß auch gar nicht, ob der das, nee. Der erste Kontakt ist zurück. Ach, sonst können wir da auch mal rüber spazieren, oder? Ja, machen wir ruhig mal. Und dann gucken wir mal, wenn wir, ne, können wir ja dann demnächst auch. Aber erstmal können wir ja da. Können wir nochmal hinlaufen. Ich glaube in die Richtung, oder? Alter, deine Tarnung ist ja geil im Gesicht. Schwarze Striche. Ja. Gut, ne? Ja, sieht schick aus. Der Hornbrille. Genau.
Yo, 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 check the flow. Mal gucken, ob das. Ja, ist ungefähr richtig. Aber wenn. Ja? Also es gibt ja viele Bugs, aber trotzdem finde ich es nicht schlecht. Also es ist schon kein schlechtes Spiel. Ja, finde ich auch. Bis jetzt kann man machen. Kann man spielen. Ich bin auch gespannt, was es noch für Roboter gibt, also wenn da so Riesenviecher kommen oder so. Ja, guck mal, wenn ich überlege, bei DayZ läufst du auch eigentlich immer nur durch die Gegend. Dann kommen mal ein paar Zombies, aber hier hast du ja wenigstens noch mal ein paar anspruchsvolle Gegner. Ja. Und Missionen und Aufgaben. Oh, jetzt sind wir in Hestwig. Oh, hallo Hestwig. Bestimmt ein Kurort oder so. Ja. Ich würde auch sagen, das müssen wir gar nicht looten, oder? Nö. Wir haben so viel gelootet, ey. Können wir einfach durchreisen. Ein bisschen angucken und dann weiterziehen. Ja. Ist ja auch keine Roboter. Nö. Hier ist bis jetzt ziemlich friedlich. Aber es ist schon so, dass es einem manchmal dann reizt, sag ich mal zu gucken, was man noch so findet. Wie vorhin mit der Gaskammer, aber das macht natürlich keinen Sinn, ne, wenn du da nichts machen kannst in dem Raum. Ja, irgendwie, also man konnte schon da drin rumlaufen, aber mehr war auch nicht. Aber das ist, also das finde ich schon wieder geschickt von den Programmierern, wenn das so wäre, dass man in den Raum reingeht, aber nichts machen kann. Dann wäre das schon eine lustige Sache. Also ich würde als Programmierer sowas öfter machen. So einfach so einen Raum mit Gas und alle suchen dann irgendwie das Geheimnis, was sie machen können, und es gibt gar keins. Ja, das kann, ja, wenn man Spieler hasst, kann man das machen. Ja. Wie dieses, wie heißt denn dieses komische Spiel, wo man den Paketboten sozusagen spielt? Ach, die Dead Stranding oder so. Ja, genau. Da ist auch, da meinte auch der eine, boah, der, wie heißt der Typ, der das gemacht hat? Oh, ich frag mich mal, ich keine Ahnung. Hideo, genau. Ja. Also er meinte immer, oh, Hideo hasst die Menschheit. Ja. Ja, ist schon krass, ey, was da für Geschichten teilweise hinterstecken. Sind da in ganzen Programmierteams und so, ey. So, man kauft sich ein Spiel und aber es gibt wirklich tausend Sachen, Hintergründe, Programmierteams, die man einfach gar nicht kennt, ne? Ja. Da sind Bots unten. Ja. Wechsle ich mal auf meine Waffe. Kann ich die vom Weiten erzielen? Nee. Oder kann man die umgehen? Ich guck mal kurz. Nee. Die sind genau in dieser Enge drin. Okay. Fackel werfen könnte ich. Ja, ich gucke, ob ich. Ich habe irgendwie gar keine Munition mehr für dieses Scharfschützengewehr gefunden. Ja, da siehst du, da müsste ich auch mal gucken. Oh. Alter, ich habe nur noch Energie von 11. Boah, heftig. Schnell Energie nehmen.
sind die denn? Ach, da. So. Alter. Die gehen ganz schön ab, ne? Gemacht. Sehr gut. Oh. Also man muss sich echt zurückziehen. Also kannst nicht einfach drauf loslaufen. Okay, das geht mit einer Pumpgun ganz gut, aber. Hm. Ja. So, ah, den, genau, hier, den können wir wieder looten. Oh oh. Oh. Oh Gott, ich bin fast tot. Wo ist denn hin? Stimmt hinter mir her oder so. Alter, war das knapp. Mal gut, der hat. Du warst ja oben am Bunker, da hat er auf dich geschossen und ich konnte ihn von der Seite nehmen. Ja, das ist schon mal gut. Ja. Alter, was Mann. Es gibt eine neue Waffe. Oh. Kannst du die ruhig nehmen? Ach, das ist auch die Automatgewehr. Ich gucke nochmal, ob ich hier. Oh, aber die ist besser. Ich mal auf Z mal lesen. Corporal Swaddos Brief an seine Eltern. Okay. So. Alles nehmen. Ich muss mal wieder ein bisschen was zusammenpacken hier. Ja, ich auch. Das ist echt jedes Mal. Oh, es gibt hier ein Funkgerät. Sehr gut. Oh. Richtig fette und gute Heilpacks. Hm. Ich lege mal ein paar Sachen ab hier. Das ist mir. So. Das ist so viel des Guten, ne? Hm. So. Ist ja wieder ein Schalldämpfer für Maschinenpistolen. Okay. Aber ich habe keine Maschinenpistolen. Oh, hier ist auch eine Knarre. 9 mm von Vollmantel. So, was haben wir hier? Im Zelt ist hier nichts. Du kannst auf jeden Fall gucken, ob die besser ist oder so, weil also auch von den der Haltbarkeit, weil das ist Automatgewehr 4 und das ist Automat. Ne, stimmt, das ist beides dieselbe. Warte mal, dann kann ich lege ich die mal ab. Dann habe ich im Inventar auch mehr Platz. Ja, die Frage ist halt, welche quasi bessere Haltbarkeit hat. Hm. Warte mal. Die haben Farben. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ja, warte mal. Die ist jetzt hier braun. Aber wo kannst du die Haltbarkeit erkennen? Also wenn der Streifen, du hast unten so einen Streifen, der ist meistens grau. Hm? Und wenn der grün ist oder eine andere Farbe hat, dann ist die auf jeden Fall besser. Ah, okay, alles klar. Dann werden wir das mal, wir gleich mal gucken. Oh, jetzt sagt, wie ich die Waffe aufnehme, jetzt sagt er wieder Inventar voll. Oh, Mann, Mann, Mann. Ja, das ist blöd. Das
Und man sieht es auch nicht vorher, das ist ja das Beschissen. So, Adrenalinspritzen sind wichtig. Funkgerät, Radio. Radio schmeiß ich mal weg, scheiß drauf. So, probieren wir jetzt mal. Der Inventar ist immer noch voll. Klar, muss ja auch erstmal ein bisschen sortiert werden hier. So. Packen wir das mal dahin, das packen wir mal dahin. So, Gegenstand ablegen. So, jetzt muss er aber Platz sein. So. Stimmt, abgenutzt. Die hatten grünen. Ja, dann würde ich die grünen nehmen. Genau, okay. Dann packe ich die hier hin und die graue Gegenstand ablegen. Genau. Super. Dann haben wir ja schon ganz gut was geschafft. Oh ja. Na gut. Ja, ein Stückchen können wir noch laufen, nehme ich an. Ja. Dann würde ich auch sagen, dass ich dir hinterher laufe und umso schneller wir das Ziel erreicht haben. Ja. Dann müssen wir hier irgendwo links rum. Ach, da hätte es auch eine Brücke gegeben. Ah, das ist der rote, glaube ich. Was ist denn eigentlich dieses, was so als zwei Schwerter? Also es blinkt so rot und hat zwei überkreuzte Schwerter auf der Map. Okay, warte mal. Der Invasor von Skaven steht da. Genau, ich frage mich, was das ist. Warte mal, kann man Rivalenprofil verfolgen? Ach, das ist ein Rivalenprofil, das sind Gegner. Das sind Gegner, die bei uns auf der Map sind. Wenn du drauf gehst, mit der rechten Maustaste steht da Rivalenprofil. Also, ah, da musst du mal draufklicken, das ist ein riesen Roboter. Okay. Da, klick mal auf den auf Rivalenprofil direkt drauf, das ist so ein Riese A698 Tank. Ach, alles klar. Ja, okay. Dann sollten wir lieber noch nicht hin. Nee, das wäre nicht so gesund. Der sieht aus, als wenn er kleine Kinder frisst. Wir haben wieder irgendeinen Bunker gefunden. Oh. Bist du schon reingegangen, oder? Nee, ich bin hier unten. Also, ich warte hier. Geht sogar auf. Ich geh mal rein. Ach, du bist bei einem anderen Eingang. Okay, gut. Dann komme ich mal mit. Oder kannst du noch mal zum Ausgang gehen? Ja, ich muss, ich glaube ich auch, weil ich glaube, die machen mich hier platt. Ich habe hier. Ach du Scheiße. Weil hier ist irgendwie auch Gas und so ein Krams. Ich habe nur noch 4 Gesundheit. Oh ja. Ah, oh, jetzt habe ich. Gar nicht, was da Großes drin ist, dass die da so abgehen. Das weiß ich auch nicht. Oh ja, hier ist alles vergast. Warte mal, setz mal meine Maske auf. He? Jo. Maske ist auf. Oh ja, hier geht's ja auch irgendwie lang. Also nach unten würde ich sagen, können wir nicht. Es sei denn, wir wollen sterben.
Ich habe wieder so eine komische Maske, so eine Gummimaske aufgenommen irgendwie. Die plus 3 stand da irgendwie. Warte mal. Okay. Vielleicht ist die besser. Oh nein, da ist ein dicker. Aber ich kann die nicht einsammeln. Oder jetzt zeigt sie mir nicht mehr an. Oder ist abgesperrt? Oh. Das sind zwei dicke, musst du aufpassen. Zwei große Bots. Pack habe ich auch wieder nur noch 2 oder so. Also ich habe noch welche, ich könnte dir welche geben zur Not. Hm. Oh. Der hat mich aber. Alter. Oh, das ist eine gute Ausgangslage. Also links von dir ist auch einer, ne? Hm. Ja, der hat mich auch wieder leicht getroffen. Okay, der ist weg. Oh, beide sind weg, oder was? Nee. Nee, der steht da noch. Das ist ja voll bescheuert. Vernichtungsmission abgeschlossen. Das ist gut. Also wenn du noch, brauchst du noch Medikits? Jo, falls du noch hast, warte mal, aber ich gucke mal. Ich habe jetzt noch, wie viel habe ich denn? 1 habe ich noch. Ja, dann kann ich dir definitiv hier, warte mal, das hier sind Standard. Kriegst du hier 4 Standard-Dinger? Ah, oh, danke. Die sind größer, also ne, die sind besser als diese. Hm. Okay, super. Dann kannst du theoretisch weitergehen. Jo. Alter, mal hier den Schuppen. Fett, dann haben wir ja auf jeden Fall die Typen da erstmal platt gemacht, die 2 großen. Ja, das ist schon mal gut. So. Hier geht's nicht rein. Naja. Oh, noch ein Medipack. Sehr gut. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Dann können wir hier einfach weiter. Mhm. Und vielleicht finden wir ja später irgendwie bessere Gasmasken oder sowas. Ja, genau. Oh, da ist noch einer. Das ist echt schade, dass man hier nicht wie bei Hand markieren kann. Ja, stimmt. Alter, den haben wir es aber besorgt. So. Dann können wir weiter marschieren. Mhm. Oh, da ist noch einer. Sogar 2. Alter! Ich hatte einer angesprungen, ich muss schnell weg. Jo, prima. Der hat ganz gut welche bekommen.
Ich auch. Ja. Scheiße, dass die Energie sich nicht automatisch erholt, ne? Mhm. Das wäre besser. So, Schrotmune haben wir auch bekommen. Ja, das ist auch super. Ich weiß auch wieder gar nicht, wo er dann abspeichert. Oh, ich auch nicht. Das ist echt blöd. Mhm. Aber ich habe eben, du machst immer so geile Sprünge. Das finde ich ja cool. Du läufst, ne? Und dann machst du immer wit, wit, so, als wenn da ein Leck drin wäre oder so. Ja, ist wahrscheinlich auch. Mhm. Aber ich habe auch manchmal, also der Bot, mit dem ich letztes Mal gekämpft habe, dieser große, der ist auch so, der, das sah aus, als hätte er sich geportet. Genau, als wenn er gerade irgendwie so stehen bleibt, ne? Oh, wir sind gleich da. Naja, oh. Bald. Ja, das Gute ist natürlich, dass man hier ziemlich schnell laufen kann. Ja. Oh, da sind wieder Viecher. Okay. Drei Stück. Kleine. Warte mal, vielleicht kann man ja mal... Einen habe ich platt gemacht. Das ist ausgezeichnet. Und einer sprang hier eben drum. Jo, der ist auch platt. Nochmal, dass ich mir das Medipack hier reinziehe. Jo. Jo. Auch nicht manchmal. Boah, das war aber richtig. Dass die despawnen. Ja, das finde ich auch blöd. So, hier kann manchmal ich looten, das ist echt. Ja. Schrott. Kannst du vergessen. Jo. Na gut, dann haben wir das geschafft. Panzerbrechende Munition. Ich vermute mal, dass wir auch irgendwann mal unsere Munitionsarten dann wechseln müssen irgendwie, dass wir da ganz guten Waffen, Munition nehmen. Das kann schon sein, ja. Oh, es gibt eine Pistole hier. Ne? Mhm. Wo kann ich sie nicht? Prima, ich habe erstmal eingesammelt. Ein großer. So, wo ist denn der Fragment? Ach, der sammelt noch. Auf jeden Fall, hier ist ja eine Menge Zeug. Will man doch nicht verkommen lassen. Nee, das stimmt. Das gute Jovasch. Ja. Es ist echt alles nur mit Munition voll. Das ist.
Pistole kriegt man natürlich immer viel, ne? Ja. Schrotgewehr auch. Aber ich habe auch jetzt mittlerweile ganz gut Munition. Mhm. Und Energie ist jetzt bei mir bei 100, das ist auch gut. Ja, ich bin fast geheilt. Aber gut, dass das vorher nur große Roboter waren. Irgendwie so Art Transformers mäßig, weil wenn jetzt noch, sagen wir mal, menschliche Gegner kommen würden, das wäre ja richtig übel. Ja, das stimmt. Ich habe das Gefühl, die Waffe scheint hier echt besser zu sein. Oder ist noch einer scheiße? Scheiße, die haben mich erledigt. Aber Eingabe beleben, ich habe eine Adrenalinspritze. Kann mich wieder beleben, sehr gut. Okay, dann kann ich mir nochmal ein Packen nehmen. Oh, Schärfengarten-Generation aufgestiegen zu Level 3. Mann, Mann, Mann. Ja. Das sind hier, was in Handschauder und die Hunde sind, sind das diese kleinen Viecher. Ja. Die springen genauso dämlich. Oh, hier ist ja sogar was zu tun. Ach, wir sind schon da. Ah, warte mal, ich... Fertigkeiten fehlen mir die Punkte. Okay, aber... Punkte? Wofür? Zum Aufleveln, also Fertigkeiten anzuwenden. Oh, ich habe 2 Fertigkeitenpunkte. Ich weiß gar nicht, was ich leveln soll. Oh. Oh Mensch. Wo ist denn der Kleine? Oh, das war ja nervig. So, das haben wir jetzt auf jeden Fall. Ach, das ist ja der Turm, den wir dann auch finden sollten, ne? Ja. Vielleicht speichert der jetzt hier. Jo, das kann sein. Oh, hier ist noch eine kleine Lootbox, aber nur Fackeln. Obwohl die Fackeln zum Ablenken sind so auch gar nicht schlecht. So, muss aber mal wieder auf die Waffe ziehen, damit er nachladen kann. Das ist so nervig. Jo, also das haben wir jetzt geklärt hier. Der Turm ist ausgeschaltet. Wollen wir denn hier erstmal Schluss machen? Ja. Würde ich auch sagen, ne? Und dann sehen wir ja nächstes Mal, wo wir wieder spawnen, was er uns da anbietet. Alter, wie riesig diese Karte ist. Da haben wir noch einiges vor uns. Ich habe bestimmt jetzt auch bei der ganzen Aufnahme wieder 30 oder 40 Gigabyte. Hatte ich bei Metro auch. Das war auch faszinierend. Da habe ich auch erstmal 30 Gigabyte rendern müssen. Ach hier, vielleicht kannst du das noch machen schnell. Hm? Aber vielleicht speichert der dann, ich weiß nicht, wann der speichert. Ah, da ist so ein Brief auf der Fahrerseite. Okay. So, dann
genommen. Gehe ich mal auf Z lesen. Corporal Eulers handschriftliche Notiz. Okay, das ist ja nur, falls wir mal nicht weiter wissen. So, was ist denn jetzt hier unsere Aufgabe? Hier ist zu. Hier ist zu. Auch wieder Fackeln. Hochexplosive Mehrzweckgeschoss, Obi. Das hört sich aber auch nach Musik an. Oh, Alter, wie viel Notfackeln, ey. Das gibt's doch gar nicht. Was muss ich denn jetzt hier machen? Ich hab jetzt hier gar keine Mission an. Ja, ist doch gut. Ich glaube, das ist erledigt, ne? Okay. Jetzt haben wir der erste Kontakt und das Kommando Bunker Netzwerk. Ah, prima. Und ich glaube, davon haben wir nur einen einzigen Bunker gefunden. Hm. Vielleicht können wir dann das nächste Mal der erste Kontakt machen oder so. Ja, genau. Das wäre doch mal eine Maßnahme. Gut, dann würde ich sagen, ne? Machen wir hier Schluss. Und wem es gefallen hat, darf wieder einen Daumen nach oben geben und den Kanal abonnieren. Aber wer sich das so lange antut, ne, wer weiß. Vielleicht schafft es ja einer bis zum Ende. Na klar. Ne? Okay.